Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten geht es um die Addition von Oktalzahlen. Und hier habe ich 4 Beispiele, die reden wir jetzt gleich durch, aber zuerst mal die Regeln uns angucken. Und habe ich hier so einen kleinen Algorithmus notiert und mit dem könnt ihr ganz einfach Oktalzahlen addieren. Und zwar so, wenn ihr a plus b, also jeweils hier in einer Spalte habt, und die ist kleiner als 8, dann notiert ihr die Summe. Wenn a plus b größer als 8 ist, dann Summe minus 8, dann diesen Wert notieren und Übertrag 1. Okay, starten wir. Also, 2 plus 0 ist 2, wir sind hier, einfach Summe notieren. 1 plus 5 ist 6. Ja, gibt keinen Übertrag, alles in Ordnung. 62 kommt hier sozusagen raus, oder 6, 2. Gut, nächstes Beispiel. 7 plus 7 ist 14. Okay, jetzt sind wir größer als 8. Dann Summe minus 8. Okay, 14 minus 8, das ist 6. Übertrag 1. Okay, 1, also kommt hier dann 16 raus. So, dann hier 56 plus 106, 2. Also 5, 6 plus 1, 6, 2. Dann habe ich hier 2 und 6 ist 8. Okay, größer als 8, also muss ich 8 abziehen. Dann habe ich hier 0, Übertrag 1. Dann habe ich hier 1 plus 6 ist 7, plus 5 ist 12. 7 plus ist 12. Dann 8 abziehen. Das ergibt 12, 8 abgezogen ist 4. Ein Übertrag. Und dann habe ich hier 2. Okay, nächstes Beispiel. 6 und 4 ist 13. 13 minus 8 ist 5. Übertrag 1. Dann habe ich hier 8 und 6 oder 7 und 7. Dann ist das 14. Also dann hier die 14 minus 8 ist 6. 1 im Übertrag. Komme ich auf 1, 6, 5 bei hier raus. Ja. Hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Abonnieren dürft ihr übrigens auch noch. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.